Jo, Hallöchen. Ja, der Tempel ist jetzt geschafft und wir können wieder zurück zur Erde, wenn der Wind uns nicht behindern würde. Sehr schön. Hier oben haben wir nichts mehr verloren, wir müssen nie wieder hier hin. Das Einzige, was hier zu holen gab, war sonst noch die zwei Herzteile. Aber die haben wir jetzt beide, also können wir weitermachen. Ich werde nicht zur Spiegelkammer gehen, wie im letzten Video erwähnt. Ich möchte vorher noch ins Wasser springen, yay. Nein, ich möchte vorher noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, die ich bis jetzt sozusagen aufgeschoben habe, aber die deswegen nicht unangenehm sind. Ich warb mich als erstes Mal Kakariko. Kokoriko. Und spreche da mit einem netten alten Goron-Ältesten. Hallo Epona. Was hast du mir zu sagen? Was suchst du eigentlich hier? Auch in deiner neuen Gestalt erkenne ich dich. Senfene, stellst du deinem wahren Selbst zurück. Ja, ich glaube, ich bin doch lieber ein Wolf, oder? Nein. Was sagst du jetzt? Jetzt kannst du nicht mit mir reden. Cool. Okay. Ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, den da anlabern. Doros hat es mir die Sammlung gegeben, oder? Ich merke solche Dinge, musst du wissen. Aber kennst du eigentlich den jungen Goron in Rudestadt? Obwohl die Brücke am östlichen Tor angeblich repariert ist, kommt der einfach nicht wieder. Kannst du dir die Sache nicht einmal ansehen? Ach ja, ich erinnere mich. Ich muss jetzt leider erstmal dem Hallo sagen. Ja, machen wir das schnell. Machen wir das schnell. Bleibt uns ja keine andere Wahl. Ich habe daran echt nicht dran gedacht, aber ist ja kein Problem. Sehen wir schon mal die Gegend an, durch die wir gleich laufen müssen mit einem Fass voll Quellwasser, um diesen Goron irgendwie auf die Sprünge zu helfen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Da kann man schon mal ganz schön schwer tun. Mal sehen, wie ich diesmal zurechtkomme damit. Och, was will der denn jetzt? Ach, natürlich, nach jedem Tempel gibt es sowas. Hab ich ganz vergessen. Hallo Sam, ich habe Post für dich. Das wundert mich aber. Post für mich? Wieso denn ich? Schick mir eine Mail, Mann. Schick mir eine SMS. Schauen wir mal an, von wem. Ja, der eine Brief ist definitiv von der Tante. Und, ah ja, der, mit dem habe ich schon nie geredet, aber der sagt mir schon, dass da eine neue Aufgabe ist, weil ich jetzt den Doppelgreifhaken habe. Lieber, du bist so super. Mein Liebling wollte dir einen Brief schreiben und hat sich wirklich sehr angestrengt. Wir alle sind dir dankbar für deine Wirkung. Komm jederzeit mal vorbei, wenn du dich in Kumpel mit uns treffen willst. Bis dahin, alles Gute. Völlig sinnloser Brief. Nun gut. Der Direktor, den werden wir auch gleich kennenlernen. Aber erstmal, war das da? Ich glaube, das war da. Ja, das war da. Genau, da war das. Da gibt es nämlich zum südlichen Eingang zur Rudestadt, den ich wirklich seltenst benutze. Da. Die Brücke ist repariert. Die haben wir durch meine großzügige Spende von 600 Rubine oder wie viel waren das? Oder 1000 sogar, weiß ich gerade nicht genau. Dadurch haben wir sie repariert bekommen, um den Laden hier eigentlich Versorgungsnachschub zu gewährleisten. Hallo Corona. Oh, ich mag nicht mehr. Jetzt ist die Brücke zwar wieder ganz, aber ich bin so schwach, da kann ich unmöglich neue Waren einkaufen. Alles, was ich brauche, um zu Kräften zu kommen, ist Quellwasser. Wenn ich mich damit übergieße, geht's mir wieder gut. Das wäre also geklärt. Ich gehe jetzt hier erstmal rein, damit ich mich warten kann. Dann muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Auch wenn ich Epona reite, dauert es halt seine Zeit. Ich muss also erstmal weg, damit er mich nicht mehr sieht.
Let's Warp. Nach Kakariko. Jetzt können wir aber endlich dieses Spielchen machen. Hoffentlich schaffe ich das schnell. Das ist echt schwer. Vor dem habe ich durchaus meinen Respekt gehabt früher. Inzwischen sollte ich das eigentlich besser hinkriegen. Erste Verwandlung. Denn als Mensch ist das nur machbar. Als Wolf wäre schon cool, weil ich dann schneller unterwegs wäre, aber leider nicht möglich. So, hast du in Herodestadt den Kleinen getroffen? Hehehe, ich erfahre alles, was geschieht. Also dieser Junge, der schickt dich jetzt bestimmt am östlichen Tor in irgendwelche Schwierigkeiten. Wenn doch nur einer den Jungen mit Quellwasser gießen würde, dann hat er doch auch schon gesagt. Ja, das mache ich. Hm, wirklich? Na gut, ich zähle auf dich. Quellwasser kühlt schnell ab und wird dann zu normalem Wasser. Du solltest dich also besser beeilen. Ja, ich muss sehr schnell sein. Und darf nicht mal mich rollen oder Eponda benutzen oder Wapen. Ich muss laufen. Und ich muss die richtige Richtung finden. Das ist sie. Ist nicht sehr weit der Weg, um es mal so zu sagen. Aber die Monster, die es hier gibt, besonders diese Viecher da links unten, rechts unten, die sind am schlimmsten von allen. Weil die echt meine Bewegungen hier mitmachen. Das ist sehr schwer dann irgendwie auszuweichen. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Es sieht eigentlich nicht sehr schwer aus von der Entfernung. Aber glaubt mir, das ist wirklich brutal. Wenn man hier einen kleinen Fehler macht, ist man tot. Also nicht man selber, man verliert das Fass hier. Und dann kann man den ganzen Weg nochmal machen. Muss sich erstmal zurückwarpen nach Kakariko und dann neu anfangen. Die dürfen einen nicht berühren, sonst ist man tot. Ah! Ja! Ich hasse sie so. Die sind so fies. Ja gut, es ist keine Seltenheit, dass mir das passiert. Und es wird mir bestimmt nochmal passieren. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, warum ich das so weit vor mir aufgeschoben habe, dieses Spielchen. Diese Aufgabe. Eben drum. Okay, versuchen wir es einfach nochmal. Wir haben ja unendlich Versuche, das ist das Schöne daran. Ich glaube, ich habe es dann lieber im ersten Versuch geschafft. Das ist schon überpro, wenn man das schafft. Mal probieren. Auf ein neues. Ich gehe jetzt mal die Sache anders an. Ich glaube, es ist klüger, wenn man hier ganz am Rand geht. Dann können die Viecher nämlich vom Boden aus nicht so viel erreichen. Dafür gibt es jetzt diese Pfeil- und Bogenmonster. Wenn die mich erwischen, ist das natürlich genauso tragisch. Aber ich hoffe, sie tun das nicht. Man kann ja das Fass leider auch nicht abstellen und erstmal die Gegner bekämpfen. Man kann es da schon machen, aber dann wird es ganz schnell getroffen und dann ist es futsch. Und man muss sich halt auch beeilen, sonst kühlt das auch wieder ab, das Wasser. Und dann hat man auch wieder versagt. Hoffentlich klappt das jetzt so, wie ich es will. Scheinbar habe ich jetzt jedenfalls meine Ruhe vor diesen Bodenkrabblern. Keine Ahnung, wie die heißen. Der wird mir jetzt gefährlich, das sehe ich schon kommen. Hoffentlich trifft er nicht das Fass. Nein, wehe. Wehe, wehe, wehe. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Lass mich bloß in Ruhe. Meine Güte. Hoffentlich reicht die Zeit, denn irgendwann kühlt sie ab. Hoffentlich kann ich mir es erlauben, hier so weit außen rum zu laufen. Auf jeden Fall bin ich hier eigentlich ganz sicher. Es ist noch nicht mal ein Vogel gekommen. Normalerweise nerven mich hier 1000 Vögel. Aber irgendwie habe ich hier eine coole Route erwischt. Das habe ich noch nie so gut hingekriegt. Echt der Cheat hier. Geil. Ich glaube, das habe ich geschafft jetzt. Cool, cool, cool. Ich habe es tatsächlich geschafft. Komm, noch ein kleines Stückchen. Also, das habe ich nicht erwartet, dass es so gut klappt.
Hast du da etwa Quellwasser aus Kakariko? Wenn du schon wirklich bist, komm schnell wieder zu Kräften. Mach ich doch gerne. Fast zu weit weg. Auf Epona drauf. Jetzt geht es mir wieder gut. Der Duft, die angenehme Wärme und das Gefühl auf Dauer, das muss aus meiner Heimat sein. Ich werde mein Geschäft sofort wieder eröffnen. Mach das. Ja gut, jetzt muss er ganz lange warten. Er geht weg nach Kakariko. Dann kommt er irgendwann wieder und bringt mir ein Herzteil mit. Oh, das ist eine Warteaufgabe. Und irgendwann ist er wieder da. Der kann es schon ein bisschen besser transportieren als ich. Ein bisschen sicherer. Je nachdem. Dankeschön für das Herzteil. Es fehlen echt nicht mehr viele. So, dann wollen wir jetzt in die Stadt rein. Ich will mir jetzt endlich mal den Laden ansehen, diesen teuren. Hoffentlich hat er mal offen. Ich würde sagen, ist der letzte Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann müssen wir leider darauf verzichten. Wenn man nie die Öffnungszeiten erwischt, dann hat man einfach keine Chance. Vielleicht hätte ich es auch einfach nur früher im Spiel machen müssen. Das hast du nicht umsonst getan. Bitteschön. Ich will einmal nur hier durch. Hier bin ich echt selten mit diesem Eingang. Mal gucken, ob ich mich da überhaupt zurechtfinde. Ach, bevor ich es vergesse, ich kann hier noch was machen. Genau. Erstmal gucke ich jetzt im Laden nach. Das will ich jetzt machen. Hoffentlich hat er offen. Offen, 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 offen. Bitte habe offen. Verzeihung, das Betreten des Geschäfts mit verschmutzten Schuhwerk stellt eine Belästigung für die anderen Kunden dar. Aber wenn du dir die Schuhe geputzt hast, freuen wir uns natürlich jederzeit, dich wieder begrüßen zu können. Und wo kann ich sie putzen lassen? Ich glaube, irgendwo hier von dem, genau. Das ist echt ein Witz, der Laden. Junge, deine Schuhe sind ganz schmutzig. Ich glaube, ich breche dir dein Gewand, doch ist schmutzige Schuhe ruinieren einen guten Eindruck sofort. Die Leute sehen schließlich auch auf deine Schuhe. Oder haben die dich etwa in den teuren Laden da reingelassen? Der ist echt mit denen unter einer Decke, da wette ich drauf. 10 Rubine. Unglaublich. Was ein Arschgeier. Na, sagst du, jetzt sind neu, oder? Wenn sie wieder schmutzig werden, putze ich natürlich Geld sehr gerne. Fick dich. Jetzt lässt er mich endlich rein. So, dieser Laden ist echt die Härte. Nur für Snobs. Sag euch, freut euch auf den neuen Laden dann. Ich kann mit denen gar nicht reden. Ich muss mit dem Verkäufer reden. Wie der aussieht. Was ist? Soll ich dir vielleicht etwas zeigen? 10 Stück Pfeile. Aus besonderem Holz. Ich sehe gar keinen Preis. Komischerweise. Wieso sehe ich keinen Preis? Kaufe ich? Sie, das macht dann 100.000 Rubine. Kapiert? Was? Bombenkäfer. Kaufe ich. Das macht dann 9.000 Rubine. Seht euch an, wie krass dieser Laden ist. Verzeihung. Und wischt sich die Haare aus der Stirn. Das ist echt die Härte laden. Ich wollte ihn euch unbedingt zeigen, denn das ist echt köstlich, dass man erstmal 10 Rubine bezahlen muss für Schuh putzen. Nein, 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 so kann man das nicht lassen. Das kann man sich nicht gefallen lassen. Deswegen werde ich gleich noch die restlichen Rubine spenden und dann kann der neue Laden eröffnet werden. Die Rubine sind jetzt nicht mehr so viel, die ich spenden muss, weil ich eben Dingens, weil ich den Typ da, den Coronen, mit Quellwasser überschüttet habe. Oh, du bist doch der Junge von neulich, oder? Danke, wir können wir endlich wieder unseren Geschäften nachgehen. Da ist auch der kleine Sohn da links zufrieden.
Für dich gibt es einen Sonderrabatt auf unser Quellwasser. Es sind 20 Rubine für HG. Leider geht's nicht billiger. Na nur, wenn du keine gesprochene leere Flasche. Da habe ich leider keine Wahl. Ich muss leider eine loswerden. Eine Fee. Der Feentau ist natürlich zu kostbar. So, jetzt aber. Nehme ich. Das brauche ich nicht für mich. Das hält ja eh nicht sehr lange. Auch wenn es schon geil ist, dass es alle... Wollte ich nicht. Habe ich schon mal gemacht. Es ist schon sehr geil, dieses Quellwasser, aber es füllt halt alle Herzen auf, aber es ist nicht sehr lange haltbar. Deswegen kann man es eigentlich nicht gebrauchen für sich selber. Aber für so ein Büro hier, der in Not ist, ist schon sehr nützlich. Dabei ist es, glaube ich, gar nicht nötig, was ich jetzt mache. Der macht einmal nur den Weg frei, aber der gibt mir nichts dafür. Egal, dafür habe ich dann einen freien Weg. Immerhin. So, hallo Gorono. Oh, bist du etwa dieser Mensch, von dem wir die anderen Goronen berichtet haben? Aber schau dir doch mal diesen Felsen an, ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Irgendwas tut es noch Quellwasser. Wenn ich das trinken würde und wieder zurechnen würde, könnte ich dir diesen Felsen schon beseitigen. Wenn du durch willst, würdest du mir welche Quellwasser geben, dass du lieber bei dir hast? Mach ich. Klaro, gib mir nur die Flasche wieder, ja? Nicht runterschlucken, die Flasche. Yes! Jawohl, das gibt Kraft. Also dann, ich werde mich gleich ans Werk machen. Komm später wieder. Ja, der braucht jetzt so einen Tag oder so und dann ist er da durch. Schon geil. Da wankt die Erde. Ist ja auch witzig, dass sie alle ihre eigenen Methoden haben, Felsen zu beseitigen. Das Oberhaupt Krogor, das hat mit den bloßen Fäusten die Steine weggeräumt. Und der hier macht es mit der Rolle. Schon witzig. Ich weiß nicht, immer noch nicht, wie ich an diese Truhe komme. Das regt mich gerade so auf. Aber da ist eh nur ein 50er drin. Höchstens. Na gut, vielleicht auch ein 100er. Egal. Ich will hier einfach nur übel hoch. 100.000 Rubine für die Magierüste. Die wird später im billigen Laden auch noch sehr teuer sein, nämlich 598 Rubine. Aber da kann ich sie mir wenigstens leisten. Und jetzt gehen wir Richtung Zirkusdirektor, denn da haben wir ja jetzt noch zwei Spielchen zu erledigen. Endlich können wir sie beide erledigen, weil ich einen Doppelgreifhaken besitze. Na ihr? Ob nicht bald die Show anfängt? Der Showmaster ist einfach toll, ich kann es kaum erwarten, ihn endlich live zu hören. Macht er mal jedes Mal bald auf? Ja, sobald ich drin bin und mitspiele. Das Spiel ist gar nicht so einfach, das erste schon, aber das zweite ist sehr schwer. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Wow. Welch Gestalt. Junger Freund, willkommen im Reich der Träume und Hoffnungen. Hier kannst du dich fühlen wie ein echter Star im Zirkus und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Ja, du hast richtig gehört, du kannst dich hier bei der Star Challenge begnügen. Die Regel ist ganz einfach, sammle alle Sterne schnellstens ein, bevor die Zeit abgelaufen ist. Schaffst du doch, oder? Was für eine seltsame... egal. Hehe, ist doch ein netter Name, oder? Also, sie ist Zeigern Toronto Close. Für lumpige 10 Rubine kannst du dich eine Herausforderung stellen. Bist du dabei? 10 Rubine ist ganz human, finde ich. Da ist 10 Rubine für Schuhputzen schon was ganz anderes. So, jetzt hoffentlich. Das erste Spielchen sollte ich eigentlich ganz schön hinkriegen. Denn das ist nicht so schwer. Gut. Das sollte ich schaffen. Jo, da habt ihr die Mädchen gehört, die haben mir zugejubelt. Vor lauter Bewunderung. Geschafft. Das war gar nicht mal so unknapp, aber klappt doch.
Ein neues David geboren, hier der Preis. Der große Köcher, 60 Feinde, ist schon eine Menge. Aber das geht noch besser. Der nächste Level wird speziell für dich entworfen und für niemanden sonst. Aber besonders als besonderes Service für uns echte Stars. Das solltest du nicht entgehen, das ist ein echter Knaller. Daran wirst du die Zähne ausbeißen. Ja gut, machen wir das direkt. Na gut, ich muss erstmal rausgehen. Ich muss leider erstmal rausgehen, damit der das vorbereiten kann. Hoffentlich muss ich noch einen Tag warten. Huhu. Wahnsinn, das ist er ja. Oh yeah. Spitze, er hat uns gesprochen. Wo kommt denn der jetzt da raus aus dem Zelt? Der war eben nicht drin. Tschüss, meine Fans. Hoffentlich kann ich jetzt das Spielchen schon machen. Sei grüßt, ich habe dich schon erwartet. Ja, sehr schön. Die Stars-Challenge ist für euch 15 Rubine, das ist ja mehr und mehr. Und jetzt ist es auch noch schwerer. Der will mich echt ausnehmen. Mal sehen, wie lange ich dafür brauche. Das ist sehr schwer. So, gehen wir es mal hier hin. Leider nur einen erwischt. Wieder nur. Ach, bin ich schlecht. Ich glaube, diesmal klappt es nicht auf Anhieb. Weil ich echt schlecht bin. Da muss ich echt noch ein bisschen konzentrieren. Hier hoch. Dann erstmal den holen. Und den. Und den. Ja, das sind so viele, das klappt nicht so gut hier. So. Bisschen runter. Gleich wieder hoch. Ohne einen Doppelhack hat man keine Chance hier. So, gehen wir mal dahin. Und dann dahin. Vielleicht klappt's hier. Ich hab noch ein paar Sekunden. Oh, da sind ganz viele. Da ist noch ein blauer. Da ist noch ein roter. Ich glaube, klappt nicht. Na gut, es war aber knapp. Da waren nicht mehr viele. Oh nein, was für ein Jammer, junger Freund. Aber du siehst, der Weg des Superstar ist lang und steinig. Was macht er denn für ein Gesicht, wenn du es nochmal probieren willst? Ja, das wird eine schwere Sache hier. Das sehe ich schon, komm. Vielleicht mache ich es jetzt mal ein bisschen anders. Ich gehe erstmal von unten nach oben. Und nicht von oben nach unten. Vielleicht ein bisschen sinnvoller. Wer weiß. So. Machen wir das so. Irgendwie muss ich da mehrere auf einmal erwischen können. Muss doch irgendwie gehen. Sehr schön. So soll das klappen. Okay. Da ist noch ein blödes unten dran, aber hole ich mir später. Okay. Mist, ich habe keins erwischt. Das war jetzt mein Verhängnis, glaube ich. So. Mist, Mist, Mist. Das ist nicht so gut. Ey, es kann nicht wahr sein, ich verpasse Sachen. Dabei sind es nicht mehr viele. Ich muss mir echt irgendwie eine bessere Taktik überlegen. Damit ich mehrere auf einmal erwische. So wie das eben war, hätte es eigentlich fast geklappt, aber... Das muss besser gehen. Jetzt ist schon mal gut gewesen, dass ich zwei auf einmal erwischt habe. So, jetzt gehe ich mal hier in die Seite. Dann kann ich hier dran. Gehe ich erstmal ein bisschen weiter hier runter wieder. Sehr schön. So soll das sein.
genau. Da hatte ich jetzt keine Wahl gerade. Oh nein, ich hab den einen auch noch verpasst. Das ist sehr schlecht. So. Gut. Und so. Mir fehlt das System irgendwie. Glaub, ohne das geht's nicht so recht. Holen wir erstmal den. Und dann den. Na gut, jetzt habe ich es verpackt. Jetzt ist recht, das. Au, ist das schlecht. Das ist schwer. Richtig schwer. Nun gut, ich könnte es aber noch schaffen. Oder auch nicht. Ja, das war sehr knapp. Versuchen wir es einfach nochmal. Irgendwann klappt es. Es ist richtig brutal, dieses Spiel. Das ist echt was für ganze Kerle. So. Den noch holen. Oh, ich bin auf dem Boden. Aber das macht er nicht zum Glück. Okay. Und den noch holen. Ist halt blöd, dass so viele Einzelne da sind. Okay. Bin ich auch eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich, aber das Spiel ist halt noch härter. Gut. Okay. Mhm. Ich glaube, jetzt könnte es was werden. Aber nur im Traum. Ja, komm. Bin anstrengend. Dann klappt das schon. Nein. Komm, noch ein. Noch einer hat gefehlt. Ich glaub's nicht. Ich drehe durch. Okay, jetzt versuch es aber nochmal auf jeden Fall. Es hat noch einer gefehlt. Wenn ich nicht so viel Mist gebaut hätte, dann hätte es locker geklappt. Ich war sogar auf dem Boden mal und es hat noch geklappt beinahe. Deswegen lasse ich mir das jetzt nicht nehmen, es weiter zu versuchen. Ja, das schaffe ich auf jeden Fall. Bin ich gerade ein bisschen angepisst, jetzt mache ich das richtig gut. So. Mist. Komm. Hole euch alle, schnapp sie mir alle. Okay. Dann noch. Und auch. Kommt schon, ihr alle. Ganz blöden Viecher. Nein. Wie habe ich das denn gemacht? An der Decke und findet sich an die Wand. Sehr seltsam. Nein. Warum? Das ist nicht gut. Was? Das ist doch nicht zu glauben. Jetzt bin ich wieder viel schlechter. Aber ich habe auch viele einfach nicht bekommen. Das war schon blöd. Die Lösung ist echt darin liegend, dass ich mehrere auf einmal kriegen muss. Ist ja auch irgendwie logisch. Kann ich irgendwie erstmal so hingehen vielleicht. Ist ja witzig. Voll verpasst. Wow, voll... Ach du Scheiße, eine Stachel. Nicht gut. Ich glaube, das war nicht so gut. Okay.
Mal gucken, ob ich jetzt noch eine Chance habe. Ich glaub's ja fast nicht. Gut, gut, gut. Wie schnell soll ich denn noch sein? Ich muss irgendwie halt ein System reinkriegen, sonst habe ich keine Chance. Gut, das rote noch. Mal das weiße hier. Dann da drei auf einmal bitte. Nein. Da oben sind viel zu viele noch. Kriege ich ja nie alle. Unmöglich. Wo hat der mir nur noch gefehlt als einziger? Kann es sein? Dann wäre das ja echt mies. Okay, aber das ist echt ein... Oh Mann. Ich quäle mich hier ab. Muss doch irgendwie zu klappen sein. Das klappt aber richtig gut. Ich hoffe mal, das geht so weiter. Sehr schön. Nicht gut. Habe ich einen verpasst. Sehr blöde. Aber es sollte jetzt reichen. Ich bin schon ziemlich gut dabei, oder? Finde schon. Ich hoffe mal sehr, dass es reicht. Ja, auf jeden Fall reicht es. Ich bin jetzt gerade so gut dabei. Also diesmal hat es echt genial geklappt. Noch 12 Sekunden. Wow. Unglaublich, dass jemand diesen Level knackt. Super, super. Ein neuer Superstar erscheint auf der Bühne der Star Challenge. Und hier ist die Trophäe für unseren neuen Superstar. Bitte schön, genieße sie. Yeah, Maxi-Köcher. 100 Pfeile. Das ist echt eine Menge. Mehr Preise gibt's ja nicht.